Können wir ja irgendwo langsam mal speichern? Ich würde gern speichern. Mein Herr, die letzten Verbliebenen der Anhänger des Propheten haben sich im Grab verbarrikadiert. Wir lagern am Eingang und wir bereiten uns darauf vor, die Barrikaden zu durchbrechen. Ich sah den Mann, der sich als Prophet ausgibt, bevor sie das Tor schlossen, und ich gebe zu, dass eine große Ähnlichkeit besteht. Aber es kann nicht sein. Egal, sie werden alle vor Sonnenaufgang tot sein. Der Trinity-Orden wird dafür sorgen, dass die Ketzerei ein Ende hat. Glaube ich irgendwie nicht. Nein, ich will da glaube ich nicht runterrutschen. Ich habe nämlich irgendwie das Gefühl, dass ich dann alles nochmal machen muss. Nein, ich wollte rüberspringen. Das Wasser muss steigen. Okay. Nein. So. Was habe ich denn jetzt kaputt gemacht? Ah. Irgendwas damit? Okay. Von hier aus kann ich was machen? Die Wand ist brüchig. Ich sollte sie durchbrechen können. Kann ich hier das hier jetzt hoch? Nee. Hey, wie komme ich denn jetzt wieder hoch? Oder geht das darüber? Achso, ja, okay, gut. Ich dachte, man kann hier runterrutschen. Beziehungsweise man rutscht hier runter. So. Und weiterspringen. Okay. Hat alles funktioniert. Münzen. Und hier kommt Wasser, okay. Wow, ich muss eh drücken, stimmt. Kann ich hier durch? Nein, kann ich nicht. Schade. Und jetzt müssen wir... Okay. Und springen. Super. Hat auch gut funktioniert, würde ich mal meinen. Aber irgendwo hier muss doch noch irgendwas sein. Kann ich mich echt... Ach, ich kann mich daran hängen. Okay, cool. Halt dich fest, Lara! Nein! Shit! Okay. Und so komme ich da hoch. Okay. Das ergibt Sinn. Ja, ja, irgendwie schon. Das sind Goldmünzen. Ich sehe die Goldmünzen. Gefunden. Ich will's noch nicht öffnen, Lara. Hör auf. Pfui. Nein. Okay. Leer. Er ist leer. Nein. Nein. Was habe ich übersehen? Hey, hier unten ist es. Oh nee. Sprengsätze legen.
das Grab des Propheten. Nach all dieser Zeit. Das Artefakt? Da drin, so Gott will. Hat er ein Loch in seiner Hand? Aufmachen. Vorsichtig. Es könnte äußerst gefährlich sein. Äußerst gefährlich. Wer zur Hölle sind Sie? Sie sind doch so clever. Ich vermute, das wissen Sie schon. Trinity. Wo ist das Artefakt? Ich habe keine Ahnung, wovon Sie sprechen. Spielen Sie keine Spielchen! Sie haben uns hierher geführt. Hören Sie. Der Sarg war leer, als ich ankam. Da war keine Leiche und definitiv kein Artefakt. Alles klar! Okay. Ich hab den Goldmünzen gesehen. Ich will die Goldmünzen haben. Mann, ho! Oh. Vielleicht sollte ich mich ein bisschen beeilen, wenn alles einstürzt. Könnte möglich sein. Bin mir da aber nicht so sicher. Da lang, Lara, lauf! Komm schon, nice! Hoch, schnell! Ich bin nicht gut unter Druck! Schneller, verdammt schneller! Ja, ich kann nicht schneller, Lara! Das klingt so falsch irgendwie, ne? Lauf! Muss ich Umschalt gedrückt halten oder muss ich's... Ah, immer wieder drücken! LOL! Puh, da war ein Abgrund! Alter! Was ist das? Ein Symbol. Huh. Okay. Habe ich noch Kaffee? Nein, ich habe keinen Kaffee mehr. Jonah! Lara! Ich muss dir so viel erzählen, aber ich... Warst du beim Grab des Propheten? Ja, aber ich wurde verfolgt. Was? Von wem? Sie nennen sich selbst Trinity. Sie wollten mich ausschalten. Was zum Teufel ist hier los? Du machst mir langsam Angst. Das Grab war leer. Aber ich glaube, sie wollten die göttliche Quelle. Das Artefakt, das dein Vater gesucht hat? Da ist noch mehr. Da war dieses Symbol im Grab. Ich wusste, dass ich es kenne. Es hat mich verrückt gemacht. Dann fiel es mir ein. Es steht hier drin. In einem von Dads Büchern. Hör dir das an. Die verlorene Stadt Kitesh verschwand angeblich in Sibirien irgendwann im 12. Jahrhundert. Legenden nach soll die Stadt direkt vor der Invasion der Mongolen in einem See versunken sein. Und die Verbindung zum Prophetenartefakt? Das gleiche Symbol. Lara. Wenn die göttliche Quelle in den Ruinen von Kitesh ist und auf ihre Entdeckung wartet, muss ich dahin. Nach Sibirien? Ist das ein Witz? Überleg doch, wenn dieses Ding wirklich das Geheimnis der Unsterblichkeit lüftet, das würde alles verändern. Krankheit, Leiden, Tod, vorbei. Hörst du dir eigentlich selbst zu? Jonah, ja. Wir haben schon so viel durchgemacht. Du weißt, da draußen gibt's mehr. Es könnte wahr sein. Das ist mir völlig egal.
Ich habe zu viele Freunde verloren. Ich will dich nicht auch verlieren. Dad kam nie auf die Verbindung zu Kitesh. Er hat hierfür alles geopfert. Einschließlich dich. Hör auf, dir an allem die Schuld zu geben. Es war seine Entscheidung. Was ist denn mit ihrem Vater passiert? Ich weiß es nicht mehr. Ich kann ihn nicht aufgeben. Nicht jetzt. Ich habe nur das. Das stimmt nicht. Und wenn du mal 5 Minuten Pause machst, siehst du das vielleicht. Jonah. Okay. Ich muss nichts machen bisher. Gar nichts. Alter. Sie halten uns nicht auf. Scheiße, Lara. Was machen wir jetzt? Ich habe sie hingeführt, Jonah. Wenn es die göttliche Quelle gibt, müssen wir sie zuerst finden. Oh, Kacke. Kann ich mal irgendwo speichern? In 6 Minuten? 5? Wäre ganz gut. Würde ich mal meinen. Eieiei, das Spiel macht euch fertig, ey. Hui. Lara, bist du da? Ich bin in Sicherheit. Jonah? Jonah, wenn du mich hörst, kehr um. Bitte such nicht nach mir. Ich muss das alleine schaffen. Okay. Ich muss Schutz suchen. Ein ziemlicher Sturzerrungenschaft freigeschalten. Yo. Alter Vater. Okay, dann suchen wir mal nach Schutz. Ich muss mich bewegen. Das machst du gerade. Falls dir das noch nicht aufgefallen ist. Ah, ich würde hier sterben, Alter. Komm schon. Geld ist nicht für mich. Das. Mach schon. Genau, lauf mal ein bisschen. Ein altes Camp. Ob es so gut. Ah. Okay. Jetzt durch den Schlagerfeuer. Singt das Schlagerfeuerlied. Sammle Material, Feuer. Und einen Unterschlupf. Okay. Das mitnehmen? Okay, das könnte gehen. Alles klar, glaube ich auch. Nicht genug für die Nacht. Das nehmen wir noch mit. Ich muss mehr sammeln. Wo steckst du dir das hin? Zum Brennen. Hoffe ich. Und essen. Yummy. Ernten Sie Pflanzen, häuten Sie Tiere. Irgendwas Nützliches. Nimm das schnell mit. Mach hinne. Beeil dich. Zurück zum Camp. Ja, bitte. Ich hab keinen Bock auf die Wölfe.
Keine Lust auf Wölfe. Keine Lust auf Wölfe. Halala. Los, verdammt. Ich bin dabei, aber du läufst nicht schneller. Wie willst du eigentlich das Feuer machen, wenn alles komplett zugeschneit ist? Geht das überhaupt? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich bin da nicht so der Profi drin. Aber ja, es geht. Okay. Woher hast du auf einmal so viel Holz? Was? Okay. Ich sag nichts. Alles gut. Ich bin still. Unsere Leute durchkämmen die Ruinen in den Bergen. Falls das Artefakt hier ist, finden wir es. Oh. Was ist mit den Verbliebenen? Sie leisten weiterhin Widerstand. Aber wir werden die Situation bald unter Kontrolle haben. Gut. Trinity vertraut ihnen. Trinity. Woher hast du das Laken? Macht sie sich gerade einen Bogen? Ich brauche einen stärkeren Bogen. Wäre dieser Schmerz bloß nicht so vertraut. Als würde ich einem alten Feind begegnen. Er will mich vernichten. Er will, dass ich mich hinlege und sterbe. Werde ich aber nicht. Ich kann nicht. Es ist etwas hier. Es muss so sein. Sonst wäre Trinity nicht in dieser Schneehölle. Ich hoffe nur, Jonah geht es gut. Dass er hier weggekommen ist. Ich konnte nicht riskieren, ihn bei mir zu haben. Nicht nochmal. Der Schmerz, ihn zu verlieren. Er wäre nicht zu ertragen. Das ist mein Weg. Ganz allein. Danke. Alternative Outfits. Ändern Sie Lyras Kleidung, damit sie besser für ihre Abenteuer gerüstet ist. Mehrere Outfits sind verfügbar und werden beim Fortschreiten im Spiel und durch Abschließen bestimmter Missionen freigeschaltet. Manche Outfits verleihen beim Tragen Gameplay-Vorteile. Yeah. Outfits. Ich kann da nicht raufklicken. Bogen. Ich kann also nichts upgraden, leider. Okay. Nehme ich das hier. Was haben wir denn verstärkt? Verstärkte Stärke. Achso, wir haben den Schaden erhöht, ne? Genau. Kletteraxt. Können wir auch nichts upgraden. Kleidung. Waffenwechsel. Im Waffenmenü können Sie zwischen verschiedenen Waffen desselben Typs wechseln. Jede Waffe verfügt über eine einzigartige Statistiken und Upgrades. Okay. Das ist ein cooles Outfit. Ich habe halt alle Outfits und so, ne? Alle Outfits, alle Waffen, weil ich alle DLCs habe halt. Das ist super. Finde ich sehr schön. Okay. Aber ich glaube, das machen wir im nächsten Part, weil ich jetzt den Part perfekt beenden kann. Aber... So... Das behalten wir jetzt erstmal. Erstmal Fähigkeitspunkte noch verteilen. Ein Kämpfer? Nee, Schaden durch händischen Beschuss. Nahkampfangriffe. Der Effekt verstärkt sich mit der Herz aus Steinfähigkeit. Allein wenig weniger Schaden durch Explosion und Feuer. Ausweichen Feinde ohne Rüstung, Zendien, Anpassung und Äpfel. Hä? Feinde, die durch lautloses Käse erledigt werden. Werden automatisch geplündert. Okay, was haben wir hier? Nee. Wenn, dann mache ich Überlebender? Schnelle Herstellung von Wurfobjekten und Munition. Oh. Oh Mann, ey. Ich glaube, ich nehme das hier erstmal. Weil durch Feuer werde ich oft. Ne? Bin ich oft ein bisschen am Arsch. Achso, ja, gut. Obwohl, kann ich Pfeile herstellen? Oh, ist das alles. Oh, geil, ey. Nein, kann ich nicht. Haha, schön. So, das ist das, was ich alles habe, genau. Waffen. Ich hab doch eben die ganze... Hä? Schnelle Reise, okay. Blutsbande freigeschaltet. Die Inhalte zum Herunterladen Blutsbande wurden freigeschaltet und können jetzt über das Hauptmenü geöffnet werden. Härter, als sie aussieht, Errungenschaft. Okay, dann setzen wir uns nochmal hin.
Und ich sag jetzt mal hier, wir beenden diese Aufnahmesession. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir auf jeden Fall. Ich hab so Bock weiter, dieses Spiel zu spielen. Oh ja. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein.